Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video bei den Hafenegger Renntrainings. Und es ist mal wieder Zeit für ein Interview unserer Teammitglieder. Und ich freue mich sehr, dass heute Lukas Tolovic hier sitzt, 22 Jahre jung und aktuell in der Moto2 Europameisterschaft unterwegs, aber schon seit 2013 im Paddock bei den Hafenegger Renntrainings, Lukas. Damals angefangen im ADAC Junior Cup und seit 2014 dann auch in der Nachwuchsförderung gewesen, zusammen mit Matthias Megle. Schöne Zeit gewesen und vor allem auch schöne Fights. Ja, das war eine wilde Zeit damals im Junior Cup. Matthias und ich da zusammen gefightet und jetzt sind wir beide hier im Team von Hafenegger unterwegs als Instruktoren und geben quasi die ganze Erfahrung noch so ein bisschen weiter und die Rennereignisse und Situationen, gerade auch hier im Rahmen von den GM Moto Masters, wo auch die Meisterschaft stattfindet und viele Rennen gefahren werden, ist das sehr interessant für mich, da eben von den Situationen zu berichten. Und du hast es angesprochen, seit jetzt das 10. Jahr, dass ich mit Hafenegger auf den Rennstrecken unterwegs bin, habe dem Pillow auch schon eine Kleinigkeit gegeben als Dankeschön, weil es für mich eigentlich jedes Mal ist, wie wenn ich zur zweiten Familie herkomme auf die Rennstrecke. Es macht unheimlich viel Spaß und fühlt sich wirklich super an hier in dem Feld. Erst als Nachwuchsfahrer und nun eben als Instruktor. Ja, und ich muss da nochmal ein bisschen zurückdrängen auf die Geschichte mit Matthias Mell. Ich kann mich da immer noch an ein Rennen erinnern in Oschersleben. Grüße gehen raus an den Matze, den wir auch noch vor die Kamera holen. Auf jeden Fall eine coole Zeit auf der Junior Cup Maschine. Viel gelernt, 13 Jahre jung gewesen damals zu dem Zeitpunkt. Und dann auch relativ schnell aufgrund deiner größeren Statur auf die Yamaha R6 in den R6 Cup gestiegen. Sehr erfolgreich auch. Leider konntest du in Zolder nicht an den Start gehen, weil du noch zu jung warst mit 14 Jahren. Aber dann gab es da auch wieder ein besonderes Rennen in Schleiz. Erzähl doch mal kurz. Ja, nur noch mal kurz zu dem Zwischenfall mit Matthias. Da gab es sogar zwei Zwischenfälle in der Saison 2014. Das ist in Oschersleben. Eben, wie du es gesagt hast, mit meiner Größe war das damals schon in der kleinen Klasse ein großer Nachteil, da ich größer und schwerer war als die anderen Jungs und hatte dann auf den Geraden immer einen Topspeed-Nachteil und musste mich dann in den Kurven immer ranarbeiten und es war sehr schwer, da vorbeizukommen. Kann man sich vorstellen, wie wenn einer mit einer 600er oder 750er unterwegs ist und die ganzen Tausender schießen auf den Geraden vorbei und du kämpfst dich dann in den Kurven wieder ran, aber vorbeikommen ist dann nochmal eine andere Geschichte. Und so ähnlich war das. Bin Oschersleben, Triple links, dann außen daneben und wollte dann in die Hotelkurve innen reinstechen. War schon daneben und eigentlich vorbei, aber dann ist bei der KTM 93 der Gang rausgesprungen und wir sind beide im hohen Bogen abgeflogen. Das war sehr unschön und in Schleiz eigentlich ähnlich Situation, im Windschatten angesaugt, habe mich innen daneben gesetzt, auch gerade da die Senke hin runter, richtig schnelles Eck und bin dann neben ihm eigentlich schon auf dem Rasengitterstein Limit von der Strecke und ich glaube, er hat mich zu spät wahrgenommen, dann gab es auch einen Kontakt und er ist da auch abgeflogen. Also sehr unglücklich gelaufen. Ich hoffe, dass er es mir bis heute verziehen hat. Ich glaube schon. Ja, aber Schleiz ging es dann ja, Schleiz ging es dann ja weiter. Im R6 Cup, wie gesagt, eigentlich Chancen auf die Meisterschaft gehabt, auch an besagtem Rennwochenende. Dann leider einen Sturz gehabt, ein Motorrad wurde dann nochmal repariert und das Rennen, was eigentlich zum Erfolg hätte führen können, dann etwas unglücklich leider gelaufen. Erzähl mal kurz. Ja, die Saison war eigentlich top. Bin das erste Rennen am Lausitzring schon direkt aufs Podium gefahren mit 14 auf der 600er. Hat in dem Jahr eben drei zweite Plätze, drei dritte Plätze und zwei Siege und zweimal null Punkte eben. Einmal das besagte Zolder, wo ich zu jung war, um starten zu dürfen als Einziger. War sehr unglücklich und dann eben das Rennen in Schleiz. Top-Wochenende, Qualifying Pole Position. Wollte dann nochmal eins nachsetzen. Leider einen Sturz gehabt. Mein Team, mein Vater haben das Bike dann schön wieder hingerichtet von Samstag auf Sonntag. Aber dann im Rennen hat sich der Lenkerstummel Stück für Stück weiter reingebogen von der Gashand und ich konnte dann irgendwann nicht mehr vernünftig lenken, beschleunigen und bremsen und musste dann das Rennen quasi aufgeben. War sehr unglücklich und die zwei verlorenen Rennen, sage ich mal, haben mich dann im Endeffekt die Meisterschaft gekostet. Aber hätte, wäre, wenn, ist halt leider so.
wie heißt es so schön, That's Racing, ja, ist alles kein Zuckerlecken oder kein Zuckerspiel, wie man so schön sagt, aber es gab dann ja trotzdem noch ein Erfolgserlebnis, und zwar hast du dann einen Gaststart in der IDM Supersport in Hockenheim, was ja auch von einem starken Erfolg gekrönt ist, weil die Konkurrenz war ja in diesem Rennen wirklich auch sehr, sehr stark. Ja, sehr, sehr stark, und als 15-Jähriger da reingesprungen, damals mit dem Team Freudenberg, hatte auch einen Test schon, um mal das Supersport-Motorrad kennenzulernen, weil das doch ein großer Unterschied war, nochmal von dem Yamaha-Cup-Motorrad, Pirelli-Reifen statt Dunlop, ein Quickshifter, deutlich mehr Leistung auch nochmal. Das Motorrad war wirklich sehr, sehr anders zu fahren, und ich war in Hockenheim dort auch, ich glaube, um die 2 Sekunden schneller mit dem Supersport-Motorrad. Und eben Top-Fahrerfeld, ich glaube Kevin war mit am Start, also auch ehemalige Weltmeisterschaftsfahrer, die schon viel Erfahrung und ein sehr hohes Level hatten, und da habe ich mich dann schon ganz gut bewiesen auf den ersten Anlauf, habe mit denen mitgekämpft, ich glaube 5. Platz im Rennen geworden, aber eben lange auch im Kampf ums Podium geworden, und das war schon mal für den ersten Auftritt sehr ordentlich. Jetzt sagst du für den ersten Auftritt, weiter ging es ja in der IDM Supersport, was ja für viele nach dem ADAC Junior Cup eigentlich so und dem R6 Cup dann der Weg ist, ging es ja nicht weiter, sondern du hast ja dazu entschieden, da haben wir auch mit Branko ja auch so ein bisschen gesprochen, was jetzt der nächste richtige Schritt wäre, national bleiben und da international gehen, und dann hat es dich ja nach Spanien verschlagen, in die spanische Meisterschaft, wo du dann auf dem das erste Mal auf einem Prototyp-Motorrad gesessen hast. Erzähl doch mal so ein bisschen, wie war denn der Unterschied von so einer Standard-Straßenmaschine, was die Yamaha R6 ja ist, natürlich dann umgebaut für die Rennstrecke, zu einem umgebauten Prototypen? Was waren so deine ersten Gedanken nach dieser Fahrt? Die allererste Fahrt war beeindruckend. Ich meine, es war in Jerez, auch 2015 im selben Jahr, direkt eine Wildcard dort gemacht, einen Gaststart mit einem österreichischen Team. Rückblickend betrachtet war das halt nicht das konkurrenzfähigste Material. Dennoch war es ein guter erster Schritt, um mal einen Fuß in die Moto2 zu setzen auf dem FTR-Chassis. Aber das Bike war einfach nicht konkurrenzfähig. Ich habe mir alles gegeben, aber ich war an dem Wochenende eben 5 Sekunden hinterher, dem Feld hinterher, und habe alles wirklich gegeben. Dachte, wie soll das jemals gut gehen hier in Spanien? Mir fehlt wirklich so viel auf die Spitze und die Top-Jungs dort. Und es war wirklich hart. Wir haben dann 2016 zwar dort weitergemacht mit dem Motorrad, aber es waren wirklich harte Zeiten, weil ich da auch nicht wirklich große Fortschritte machen konnte. Das Motorrad stand mir wirklich in allen Bereichen im Weg. Ich hatte Chattering des Todes. Es war nahezu unfahrbar. Und es war auch schon relativ kurz vor dem Aus dann im Folgejahr 2016 mit dem besagten Motorrad. Und Gott sei Dank haben wir dann die Entscheidung getroffen, uns mal bei einem anderen Team einzukaufen, eben mal eine Kalex zu probieren. Und war dann eben ein Jahr, nachdem ich das erste Mal auf einer Moto2 gesessen bin, auch wieder in Jerez. Und ich war auf Anhieb 3 Sekunden schneller und dann auch direkt in den Punkten. Und beim zweiten Rennen, beim Finale in Valencia, zweite Rennen auf der Kalex, dann auch schon direkt in der Top 10. Also das war ein Riesensprung und Befreiungsschlag dann für mich, auch mal ein konkurrenzfähiges Moto2-Bike eben zu fahren und die Unterschiede zu spüren. Aber jetzt zu einer R6, es ist gravierend. Ich meine, so ein Serienmotorrad fährt sich wirklich sehr, sag ich mal, leicht und sehr gutgläubig und weich, das ganze Chassis. Gerade auch wenn man über die Curbs fährt oder anbremst, merkt man wirklich, wie flexibel das Chassis doch ist im Vergleich zu einer Moto2, was wirklich sehr viel direkter und ruppiger auch ist. Also man muss das Motorrad wirklich am Limit bewegen, hart in die Kurven reinbremsen, tief im Scheitelpunkt drehen und raus beschleunigen, sonst, wenn man es nur ein bisschen rumrollen lässt, dann funktioniert das Motorrad nicht und macht nicht das, was du eben willst. Also man muss wirklich sehr präzise fahren, um das Motorrad zum Arbeiten zu bringen.
Ja, jetzt ist ja das Moto2-Chassis von FDR oder auch von Kalex ja nicht das einzige unterschiedliche Chassis, was du jetzt in den vergangenen Jahren kennenlernen durftest, sondern es gab ja auch noch ein Motorrad, was dann tatsächlich deutlich schwerer nochmal war, mit nicht unbedingt weniger Leistung. Die Leistung hat aber nur für, ich glaube, ca. 8 Runden gehalten. Erzähl doch mal ein bisschen was zu der Moto-E. Moto-E, ja, sehr spezielle Geschichte. Bin ich auch 2 Jahre gefahren, dann auch während meiner Moto2-Laufbahn, beides dann eben gleichzeitig gefahren. Ja, das Energica Bike, italienischer Hersteller, die das Ganze das erste Mal 2019 auf die Beine gestellt haben. Ich bin eben 2020 und 2021 die Meisterschaft gefahren. Motorrad mit 265 Kilogramm, leer sowie voll, also da ändert sich zumindest nichts von Anfang bis Ende des Rennens vom Gewicht her, aber es ist wirklich eine komplett andere Klasse, wenn man Rennen von einer halben Stunde gewohnt ist und dann fährt man 7 Runden, teilweise sogar 5 Runden Sprintrennen, wenn es als Regenrennen deklariert wird, wird nochmal die Dauer um eine Runde reduziert. Also es sind wirklich Sprintrennen, man muss extrem auf den Punkt da sein, man hat bis zum Rennen gerade mal 16, 18 fliegende Runden, um sich auf die Strecke einzuschießen, ein Setting rauszufahren. Also die Zeit ist wirklich sehr begrenzt und in den beiden Jahren, wo ich gefahren bin, hatte man auch nur eine einzige Runde Qualifying. Also fährst raus, schießt dich ein in der Sighting Lab und dann eine fliegende Runde, um dich zu qualifizieren. Also einmal übers Grüne und du startest von hinten. Das ist schon wirklich sehr speziell und ein ganz anderes Fahren, gerade auch auf der Bremse. Die Masse schiebt einfach unheimlich und man muss da wirklich seine Limits und das Gefühl extrem auf das Motorrad eben anpassen, was mich auch viel Zeit gekostet hat, aber nach ein paar Testtagen und den ersten paar Rennen bin ich dann doch ganz gut reingekommen und konnte eben auch letztes Jahr in Österreich den Rennsieg heimholen. Genau, jetzt hast du ja auch immer schon mal so ein bisschen, wenn wir mal privat gesprochen haben, darüber berichtet, dass es eigentlich von dieser reinen Beschleunigung her, wenn das Motorrad erstmal am Rollen ist, gar nichts Besonderes mehr ist. Aber ich glaube, gerade so diese Startphase aus dem Stand vom Nullpunkt weg ist so ein Moto-E-Bike ohne Schaltvorgang, ohne zu kuppeln, eigentlich schon eine ganz witzige Geschichte. Ja, absolut. Als ich das erste Mal in Jerez beim Wintertest ausprobiert habe, also mein Team hatte schon aus dem Vorjahr Erfahrung von Hector Gasso und ein paar anderen Fahrern, wie das Ganze abläuft beim Starten und wie das Motorrad funktioniert, haben mir einfach gesagt, stellst dich hin, ziehst an der Hinterradbremse, weil wir haben vorne rechts die Vorderbremse und links die Hinterradbremse, weil du musst ja nicht kuppeln und gar nichts. Also wie bei einem Roller. Und dann stehst du da, ziehst die Hinterradbremse, gibst schon 50% Gas und dann, sobald die Ampel ausgeht, lässt du einfach die Bremse schnalzen und gibst Vollgas und das war's. Und ich habe mich wirklich erschreckt das erste Mal, als ich losgefahren bin, hat wirklich mein Herz und alles in meinem Körper einen Satz gemacht, weil das Motorrad eigentlich unter mir weg wollte. Das war wirklich sehr beeindruckend, gerade diese ersten 20, 30 Meter, diese direkte Beschleunigung und die ganze Power ist direkt auf Abruf und auch durch die Masse wiederum, die tief und weit vorne ist, nahezu keine Wheelie-Neigung. Also das Vorderrad hebt vielleicht direkt mal 2-3 Zentimeter ab und dann war es das. Also es geht alles nach vorne, die komplette Beschleunigung, und wenn man Verbrenner gewohnt ist mit Kuppeln, Sound, Drehzahl, dann ist das schon wirklich mal was ganz anderes. Es ist ja so, wie du gesagt hast, motorradtechnisch viele verschiedene Fabrikate gefahren, sei es im Yamaha R6 Cup, sei es im ADAC Junior Cup, was ja alles sehr seriennah ist, dann aber auch die Prototypen. Wo du aber, glaube ich, so richtig dein Zuhause noch nicht gefunden hattest, was du aber, glaube ich, im Jahr 2022 jetzt heute sagen kannst, okay, du bist angekommen, du fühlst dich wohl, Teamstruktur etc., es passt alles. Ja, definitiv. Ich meine, ich habe viele Teams schon miterlebt, viele Bikes getestet. Es war eine FTR, eine Suta, 2 verschiedene KTMs, Kalex, unterschiedliche Baujahr, Mistral. Also es gibt nicht viele Moto2-Fabrikate, auf denen ich noch nicht gesessen bin.
Von daher weiß ich, was funktioniert und was eben nicht und bin super dankbar, dass ich seit letztem Jahr eben die Chance habe, im Liqui Moly Intact GP Team an den Start zu gehen. Mit meinem neuen Management haben wir da eben eine Tür geöffnet und letztes Jahr hat es für den dritten Platz in der Meisterschaft gereicht, was auch bis dato meine beste Saison je war in der Moto Tour Europameisterschaft, sowie auch dann eben der Sieg in der Moto E, was ich im Vorjahr auch nicht erreicht habe. Und dieses Jahr hat es nochmal einen gewaltigen Schritt gemacht, auch vom Material her fahre ich jetzt das letztjährige WM-Motorrad aus der Weltmeisterschaft vom Intact-Team mit dem Triumph-Motor auch jetzt eben. Und meine Crew hat auch WM-Erfahrung schon aus den Vorjahren, von daher sind alle Voraussetzungen geschaffen, sowie eben auch das Wintertraining. Ich war fast den ganzen Winter unten in Spanien, habe mich auf die Saison vorbereitet. Also sind wirklich alle Puzzleteile zusammengekommen und der Erfolg spiegelt das Ganze jetzt eben wieder. Schön zu sehen auf jeden Fall, vor allem auch wenn du darüber berichtest, wenn wir abends mal so ein bisschen zusammensitzen, man merkt wirklich, wie dir da das Herz aufgeht, wenn du von den Rennen berichtest oder auch von den freien Trainings, du kommst rein, hast ein Problem, deine Mechaniker wissen Bescheid, was sie letztendlich tun können, um das Problem zu beseitigen, du fährst wieder raus und merkst, ah okay, wir sind wieder ein Step weiter, du kannst noch mal mehr pushen, eine noch bessere Rundzeit letztendlich reinlegen. Von daher an dieser Stelle, wir drücken dir weiterhin die Daumen für die noch zwei verbleibenden Rennen, wenn ich mich nicht irre, drei verbleibenden Rennen und natürlich dann auch für die Saison 2023, dass da nochmal die Tür aufgeht. Ihr werdet es erfahren, logischerweise, deswegen hier Lukas Tulovic, Instagram-Kanal natürlich auch einmal folgen, definitiv. Und wie du ja schon selber angesprochen hast, deinen Lifestyle hast du ja auch dementsprechend umgestellt im Winter. Sehr, sehr viel in Spanien gewesen, auch jetzt dort sehr eng mit dem Team verbunden, mit deinen Mechanikern vor allem auch unten. Deine Yamaha 1 wird da ja auch dementsprechend immer gewartet und vorbereitet. Und deswegen Voraussetzungen könnten, glaube ich, nicht viel besser sein. Und ja, jetzt sitzen wir hier in Most bei den Hafeniger Renntrainings im Rahmen der German Moto Masters, wo morgen die ersten Rennen stattfinden. Mit einem auch nicht langsamen Teilnehmer jetzt unterwegs hier beim unserem VIP-Training mit dem Marcel Klemann. Und jetzt sitzt du mal so ein bisschen auf der anderen Seite, dass dein Schüler quasi da sitzt und dir von dir Tipps möchte, wie er schneller fahren kann. Wie sehr oder was sind so deine Herangehensweisen, was kannst du mitnehmen aus deinem Bestehenden und wie sind so die Gedankengänge, wenn du das, was du gelernt hast, eigentlich ja auch wieder weitergeben musst? Ja, es ist für mich eine interessante Situation, das, wie du sagst, von der anderen Seite dann mal so betrachten, wo mein Team mir normalerweise hilft. Beispielsweise auch Dirk Reismann, mein Teamkoordinator, auch ehemaliger Rennfahrer, dann versucht, wenn er draußen auf der Strecke ist, kann leider nicht mir hinterherfahren oder mit mir zusammen auf der Strecke fahren, wie ich das mit dem Marcel eben kann, dank unseren tollen Instruktoren-Motorrädern, aber berichtet mir eben von draußen, von der Strecke, wie das Ganze aussieht und versucht es eben so verständlich wie möglich rüberzubringen, wo ich eben noch Baustellen habe, was gut aussieht und wo ich eben noch mich verbessern kann. Und da versuche ich mich jedes Mal auch in die Situation zu versetzen. Ich fahre dahinter, beachte so, was er macht, wo sind die Punkte, wo trifft er die Linie noch nicht ganz, wo kann er noch ein bisschen zügern, die Kurven einfahren und dann reflektiere ich so in meinen Kopf, wie wird mir das helfen oder wie könnte ich das erklären, dass, wenn ich jetzt in der Situation wäre, dass mich das eben schneller macht und dass ich da eben an den Punkten die richtigen Lösungen dann habe. Also es ist viel, viel mental und viel, viel Kopfgeschichte. Die Probleme erkennen ist das eine, aber dann das Ganze umzusetzen, auf der Strecke dann hinzukriegen, ist dann eben das andere. Und auch Erfahrungen übers Rennwochenende, wenn er sagt, er ist nervös vor dem Training oder Strategie fürs Rennen, Überholmanöver, wo gelingt es hier am besten, so die starken Punkte dann auch raussuchen für ein Quali, für ein Rennen, habe ich natürlich schon jahrelange Erfahrungen. Das ist immer wieder interessant, dann eben auch gezielt auf die Sessions dann hinzuarbeiten. Jetzt
gibt es ja immer viele Leute, die da draußen auch sagen, ja, instruieren als aktiver Rennfahrer, macht das nicht, das macht langsam. Natürlich fährt man hier nicht permanent an seinem Limit, aber würdest du sagen, in den Jahren, wo du jetzt ja auch hier bei uns schon als Instruktor bist, dass du da eigentlich nur Wissen weitergibst oder dass du für dich auch immer wieder feststellst, ah, okay, so habe ich das Ganze jetzt noch gar nicht betrachtet, um natürlich auch das, was man stellenweise schon in einen Automatismus reingebracht hat, in seiner eigenen Fahrt, dass man eigentlich noch viel bewusster darüber nachdenkt, was tue ich da denn eigentlich überhaupt auf dem Motorrad? Ist absolut richtig. Also ich mache das jetzt seit das dritte Jahr und ich werde immer langsamer. Also ich, Quatsch, ist ja der Nachweis, dass es Quatsch ist. Ich führe die Europameisterschaft an und auch dieses Jahr in Valencia war ich auch mit dabei als Instruktor. Bis dato Valencia eine Strecke gewesen, wo ich nie wirklich schnell war und zurechtgekommen bin. Und dieses Jahr das Rennen dort gewonnen. Waren 3,5 Tage dort und auch wirklich mal intensiv eben die Punkte, die Linie, alles nochmal durchgegangen und ein paar Sachen, wo man bei den Teilnehmern sieht oder sich selber dann auch mal hinterfragt, die mir dann auch für mein Fahren helfen, wo ich dann auch mal das Ganze reflektiere, okay, warum probierst du es denn auch nicht mal so oder die Linie und es ist einfach ein viel bewussteres Fahren, was mir dann eben auch für meinen Rennsport, für meine Saison teilweise auch mal so paar Ansätze gibt und die mir dann auch tatsächlich helfen. Ja. Interessant auf jeden Fall zu hören, stelle ich selber auch immer wieder fest, allein vom Rhythmus her, weil wir hier aus meiner Person gesprochen, bei den Renntrainings, dass wir selber mal persönlich hier für uns einen freien Turn fahren, weiß ja selber, wie oft das vorkommt, relativ selten und durch dieses bewusste Fahren einfach, man ist permanent on point. Ja, wir sind hier in Most, hier bin ich schon lange nicht mehr schnell gefahren, okay, man fährt raus, man hat mal einen schnellen Teilnehmer und man kann es halt einfach, weil man halt an jeder Stelle weiß, was ist einfach zu tun. Ja, und nicht irgendwo nach Gefühl. Und um jetzt mal, ein paar Minuten sind, glaube ich, schon auf der Uhr. Ich hoffe, es war interessant für euch. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, Lukas. Wir freuen uns auch immer wieder, dass du hier bist und wünschen dir natürlich für die abschließende Saison alles Gute, maximalen Erfolg, auf dass wir auch in 5 Jahren hier noch zusammensitzen können in Most und einfach eine gute Zeit haben mit euch dort draußen, mit den Hobbyisten, die letztendlich den Sport hier auch groß machen. Das muss man ganz klar sagen. Einmal, wenn sie natürlich hinter den Fernsehern mitfiebern und dann ihre Leidenschaft hier auf den Renntrainings oder bei den Meisterschaften, bei den German Moto Masters oder bei der IDM natürlich auch dann letztendlich nachgehen. Alles Gute weiterhin. Euch vielen Dank fürs Zuhören und ich würde sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Jetzt stellt sich die Frage, welches Renntraining ist für dich das Richtige? Wir haben verschiedenste Rennstrecken im Programm und natürlich auch verschiedene Eventcharaktere. German Moto Masters Events, ja, Rennsport ist natürlich auch für schon sehr, sehr schnelle Fahrer geeignet, aber auch für Einsteiger haben wir natürlich genug im Programm. Von der Rookie-Schule, Gruppeninstruktion, normales freies Fahren, ja, einfach mal auf der Homepage informieren. Wenn Fragen aufkommen, gerne bei uns melden. Und sonst zählt grundsätzlich der Leitsatz, wer schon sportlich und sicher Motorrad fährt, der kann auch ganz normal an einem normalen Renntraining teilnehmen, denn letztendlich haben wir hier eine abgesperrte Strecke ohne Vorfahrt, ohne Ampeln, mit perfekten Streckenbedingungen und einer schönen breiten Straße. Von daher freuen wir uns, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Wenn Fragen aufkommen, melde dich wie gesagt gerne. Würde ich sagen, bis bald.